Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Transportfieber. Wir sind hier nochmal an der Talsperre, denn ich habe nochmal ein bisschen umgebaut. Würde sagen, wir fahren mal ein bisschen schneller hier. Drehen uns mal rum und fahren mal hoch zur Staumauer. Und zwar, ich habe mal noch eine Betriebsschiene sozusagen über die Staumauer gebaut, habe den Weg nochmal versetzt. Speichert dann natürlich wieder, wie immer. Und wenn wir drüben angekommen sind, steigen wir aus. Und dann schauen wir mal, rechts unten Überlaufbecken. Hier hinten sieht man schon was Neues. Da habe ich so ein Wassercafé mal hingesetzt. Und hier steigt man jetzt aus, weil hier sehen wir es gerade. Ich habe hier mal noch eine Bahn hergebaut. Und zwar geht die Bahn von Leipzig, ich glaube West war das. Habe ich hier noch eine Schmalspurbahn. Habe ich hier noch einen Bahnhof sozusagen davor gesetzt. Hab hier die Depots noch mal umgebaut. Das eine ist für Normalstrecke, das andere ist Schmalspur. Ich glaube, man sieht es, wenn man da genau hinguckt. Und hier habe ich mal diesen Triebwagen. Ich glaube, irgendwas Österreichisches ist das. Der fährt jetzt praktisch da hoch. Steigen wir mal zu. Von außen. Mal die Strecke ein bisschen sehen, so dann geht das praktisch hier drüber und dann fährt er hoch zur Staumauer. Dreh mal ein bisschen. Hier ist noch eine Tunneldurchfahrt. Jetzt sieht man schon die Staumauer. Schlängelt er sich praktisch hier so hoch. Noch ein mächtiger Höhenunterschied, habe ich auch ewig probiert, bis das gepasst hat. Hier kommt schon der Gegenzug. Und da würde ich sagen, da fahren wir einfach mal mit. Kann natürlich sein, es kommt noch ein Gegenzug. Dann nutzen wir die Zeit. Dann zeige ich euch mal. Also hier habe ich noch so ein Teekaffee hin. Den Wanderweg praktisch hier. Wie die Leute hinlaufen können. Hier ist noch, habe ich noch so ein Tal reingezogen mit einer Brücke. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Und dann windet es sich halt hier so hoch, hier drüber und fährt dann noch hier durch das Tal. Da habe ich noch mal ein paar Wanderwege gesetzt. Und hier habe ich noch ein. Also, wir sind jetzt hier in Magdeburg und dann habe ich hier noch einen Vorstadtbahnhof gemacht, Südwest. Und dann geht er noch her bis Magdeburg West. Praktisch hier auch noch mal komplett umgebaut. Ich weiß nicht, ob man das noch so weiß. Dann habe ich hier noch mal die Durchfahrt gemacht. Habe ja mit der Brücken- und Dammbaumatte mal so eine richtig schöne Betonwand bei der Straße gesetzt. Wollte ich halt auch mal probieren. Habe die Straßenbahn noch mal umgelegt hier. Habe hier eine eigene Wendestelle gebaut zu dem Bahnhof. Und hier hüben ist halt dieser Schmalspurbahnhof nochmal. Hier habe ich noch einen zweiten Ausgang. Können die Leute hier auch hoch und runter laufen. Also das habe ich nochmal komplett hier ein bisschen umgebaut, damit das so ein bisschen dazu passt. Weiß gar nicht. Hier kommt unser Zug. Und ja, das habe ich halt nochmal umgebaut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das letzte Mal schon gezeigt habe. Das ist auf jeden Fall neu mit dem Café. So, da denke ich mal, das ist jetzt ein schönes Bild hier. Mal ein bisschen weiter raus. Berlin oben rechts, Magdeburg oben links, Leipzig unten rechts. So, und was ich dann noch gemacht habe, so wie ich jetzt Zeit gefunden hatte, ich war wieder beruflich sehr unterwegs. Habe ich mal hier
in Dresden mal so endlich hier das, soll ich sagen, Gewerbegebiet, Bahnhofsnähe, Betriebshof hier, Betriebswerk. Habe ich mal hier ein bisschen was gebaut, bisschen verfeinert. Wir sehen es hier schon. Hier sind schon wieder, habe ich schon ein paar Linien drauf gemacht, die sich im Betriebshof betreffen. Praktisch einmal hier die Dampflok, dann hier den Bauzug, dann fährt hier noch eine rein. Müsste ich lügen, welche das ist. Irgendein Güterzug. Dann fährt hier noch eine Diesellok hin auf dieses Abstellgleis. Und die fahren halt wieder hier so hin und her. Muss schon, ich mach mal wieder weg. Der Bauzug, der fährt halt hier bis hier rein. Dann kommt hier ein Güterzug gefahren. Da fährt halt nur so ein bisschen rum. Hier ist die Diesellok. Die fährt zwischen der Tankstelle und dem Abstellgleis hin und her. Das ist hier diese eigentlich eine Produktion, der Waggonbau. Den habe ich aber jetzt aber nur wirklich nur als Deko. Und hier habe ich noch ein paar Waggons hingestellt. Hinten noch ein paar Abstellgleise. Da steht halt die Schienen und noch ein paar Leerwaggons. Hier kommt die Dampflok rumgefahren. Also das ist so, dass mit praktisch hier wieder richtig schön los ist. Ich glaube, der eine Zug. Ich wollte hier noch einen herfahren lassen. Ich mal noch gucken, wie ich das nochmal umändere. Ach, die Dampflok fährt hierher. Okay, dann fährt hier, ach, ja, genau, dann fährt hier noch ein Triebwagen. Ich kann er leider nicht bis reinfahren lassen. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Assets hingesetzt. Hier noch ein paar Stellwerke. Dann habe ich hier die ganze Stützmauer. Ich mal hier mit der Brücken- und Dammbau-Mod gemacht, damit das mal hier ein bisschen ordentlich aussieht. Ich denke mal, das hat ein schönes Bild bekommen jetzt hier. Dann lassen wir mal hier ein bisschen auf uns einwirken, was hier mittlerweile alles fährt. Also hier ist dann schon einiges los. Da kommen schon wirklich viele Züge rein und rausgefahren. Ich gehe mal in eine andere Perspektive. Hier habe ich noch ein Umspannwerk gebaut. Ach, wir gehen uns einfach mal hier übers Umspannwerk. Gucken, was da so passiert. Hier fährt die Regionalbahn raus. Drüben sieht man hin und her fahren. Oh, kommt der Güterzug. Kommt hier der Regionalexpress, glaube ich. Der Triebwagen, der fährt auf ein Hauptbahnhofgleis, der rote. So ist halt jetzt immer was los. Wollte ich halt unbedingt, wenn noch ein bisschen voller wird. Und Regionalexpress wieder. Dann warten wir mal noch, bis der ICE kommt. Jetzt kommt die Regionalbahn. Güterzug blockiert wieder alles. Nee, doch nicht. Dann kommt der andere Regionalexpress oder Regionalbahn. Boah. Ja, schön was los. Ist ja auch in der Dresdner Hauptbahnhof. Sollte ja auch so sein. Mich wundert nur ein bisschen, wo der ICE bleibt. Stehen du da nicht? Eine Meldung haben wir nicht. Lu? Jetzt kommt er. Jetzt mal wieder um. Gucken, ob er gleich reinfahren darf. Okay, er darf. Du. Und ich habe deshalb auf den gewartet, weil wir steigen noch mal in den ein. Gib das mal hier hoch. Weil ich habe die ICE-Strecke von hier bis runter nach Leipzig nochmal umgebaut. Hat mir auch noch nicht so richtig gefallen gehabt. Geh mal ein bisschen weiter raus, dass man sieht.
Früher ging die ICE-Strecke hier so mehr oder weniger gerade und rechts an der, am Hang lang. Macht hier einen Linksknick. Hat ja durch einen langen Tunnel. Weil ich wollte, dass die ja nicht so eine riesen Brücke ist. Da habe ich das hier so gemacht, dass hier eine kleinere ist. Und hier noch mal eine. Dann geht er hier in den Tunnel. Kommt noch mal unterhalb der Burg raus. Damit das mal so ein bisschen nach ICE aussieht. Ja, und die Brücken hat ich halt ja alle noch mal umgebaut mit Bögen. Das war so das, was ich in der letzten Zeit geschafft hatte. Gehen wir hier noch mal raus. So, mehr habe ich eigentlich jetzt nicht wieder umgebaut. Jetzt wollte ich noch überlegen, was man nächste Mal machen können. Wir hatten ja hier angefangen mit der ersten Produktion. Mal schnell gucken. Praktisch meine mein Ölfeld. Okay, voll. Müssen die Züge auch öfters mal abholen. Das ist so. Da müsste ich noch mal gucken, dass ich noch mehr abtransportiert bekomme. Schauen wir noch mal unser Bergdorf. Aber viel ist nicht los. Ist ja auch sicherlich viele Einwohner. Hier ist noch mal mein Wasserfall. Immer was los. So, dann müssten wir uns überlegen, was nehmen wir als nächstes. Also ich habe hier noch mal. Achso, wir wollten ja Industrie machen. Gucke mal neu aus. Beispiel hier. Treibstoff gut, das ist schon nicht schlecht. Ich denke mal, naja, es wird dann auch ein bisschen wachsen. Was haben wir eigentlich noch als? Wir haben noch Maschinen und Baumaterial, was wir machen können. Hier ist ja, glaube ich, noch keine Produktion. Leckt mittlerweile so sehr. Hier hatte ich keine Produktion angrenzend. Frage, ob wir hier noch irgendwo was hinbauen. Na, wir haben einmal hier oben. Hier haben wir eine Industrie. Hier haben wir auch eine Industrie. Wir müssten eigentlich in Chemnitz, in Gera, irgendwo müssten wir jetzt noch eine Industrie hinbauen. Hier ist bloß das Problem, ich habe den Bahnhof ja so rum reingesetzt. Oder wir bauen noch eine neue hier Anlage. So, das ist jetzt dieser. Könnte natürlich auch die Industrie einfach hier so dazwischen setzen. Sag, wir könnten uns eigentlich für hier entscheiden. Bauen wir hier noch ein Industriegebiet. Oder hier an die Fläche. Nehmen wir die noch ein bisschen voll. Ich würde sagen, damit ich mir das merken kann, machen wir jetzt mal hier eine Festlegung. Wir wollen Chemiefabrik bringt. Nee, warte. Hätte ich gesagt, Maschinen? Ja, eigentlich. Ja. Baumaterial oder Maschinen? Haben wir da alles? Hier, Baumaterialfabrik. Die normale. Vielleicht mal ein bisschen höher hier. Ja.
Angleichung nicht möglich. Machen wir das. Weil, damit ich hier die Höhe habe, da kann ich das hier schön einebnen. Und hier muss herkommen. Stein, Schlacke. So. Schlacke haben wir ja eigentlich hier hinten, aber das ist glaube ich ein bisschen weit weg. Genau, hier ist Schlacke. Oder machen wir die Baumaterialienfabrik lieber weiter hier hin? Chemnitz zum Beispiel? Da ist der Weg nicht so weit. Ich würde sagen, ja. Also machen wir hier keine Baumaterialienfabrik, sondern wir machen dann hier. Na, hier war. Da habe ich Werkzeuge produziert, glaube ich. Genau, Werkzeug. Könnte aber auch. Wie waren die anderen Maschinenfabrik hier? Kleine. Weil die selber haben. Wenn man nämlich die hier. Heißt immer das oder das, also liefert mal, brauchen wir auch Stahl. Stahl oder Kunst. Ach, Kunststoff brauchen wir hier auch. Also müssen wir hier doch. Erst Kunststoff brauchen wir erst vorher. Da könnte man natürlich die Kunststofffabrik. Hallo? Chemie. Ich glaube, Chemie war das, genau. Erdöl. Öl und Getreide. Oder nur. Genau, oder der Strich ist oder. Wir hatten jetzt hier nur eine Treibstofffabrik. Wir können aber auch das Öl noch abholen. War nämlich reichlich. Dann machen wir hier eine Kunststofffabrik hin. Hier irgendwo eine Quatsch, eine Chemiefabrik. Kann ich mal irgendwo hinsetzen, wenn ich gerade viel Schaden mache. Genau, Öl. Kunststoff. Aus Ölkunst. Wenn wir das jetzt unser Plan. Öl hier runterfahren. Und hier machen wir eine Kunststofffabrik. Reißen wir mal hier raus. Ich noch nicht.
komplett hierher. Einebnen. Ganz schnell hier, egal welche. Hallo. Wie mich jetzt gerade trollen. Hier eine schöne. Kann ich hier noch ein bisschen basteln? Richtig gefällt mir das nicht. Wenn ihr schon mal hier das die Biegung nicht verändern. Wieso treten da die mehr ein? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich glaube ich den Bahnhof noch mal komplett umarbeiten. So, da mache ich jetzt einfach hier erstmal das Ding her. Damit ich weiß, hier wollte ich Kunststoff machen. Ich denke mal, dann bringen wir hier den Kunststoff hier rüber und machen hier morgens, glaube ich. Kunststoff und Stahl holen wir von oben. So werden wir es machen. Gut. Planung steht. Dann machen wir hier mal noch ein
bisschen. Bisschen Anschauung. Genießt es. Ich klinke mich mal hier schon aus. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich habe halt leider nicht viel Zeit gehabt. Schaut ein bisschen zu. Wir sehen uns das nächste Mal oder hören uns das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal halt und tschüss.